Hallihallo meine Lieben und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video. Meine dritte Langstrecke diesen Monat. Ja, es geht nach New York. Jetzt geht es mal wieder in die andere Richtung, nach New York, nach JFK. Wir haben ja da zwei Flughäfen, die wir anfliegen, EWR und JFK. JFK war ich schon ganz lang nicht mehr. Ich glaube, ich habe noch nie tatsächlich dort ein YouTube-Video gedreht, deswegen wird es wahrscheinlich Premiere. Ja, ich bin gespannt. Ich will auf jeden Fall morgen auf die Brooklyn Bridge laufen. Ja, dann nehme ich euch mit. Ich bin in 48 Stunden auch schon wieder hier zu Hause im Auto zurück. Ja, und ich wünsche euch ganz viel Spaß hier mit diesem Video. Tschüssi! Meine Lieben, willkommen in New York! Ja, wir haben es geschafft. Schon immer schön, wenn ich ein Video drehe und dann echt am Ende auch richtig rauskomme. Tatsächlich, ey, das Zimmer ist richtig krass. Es ist richtig schön. Ich war echt schon so lange nicht mehr in New York. Ich konnte mich noch erinnern hier an das Bild, aber an den Rest tatsächlich nicht mehr. Und ja, die Kollegin meinte schon, wir haben einen Riesenspiegel. Da ist der. Sehr schön. Ja. Genau, wir sind jetzt hier noch. Wir haben den Abend noch. Also es ist noch Zeit, aber ich bin tatsächlich müde. Ich gehe jetzt schlafen noch oder ich bleibe noch ein bisschen am Handy. Mal schauen, dabei raus gehe ich nicht mehr, weil ich will morgen früh rausgehen und zum Sport. Wir fliegen ja gerade sehr viel. Das Bad, tada, kann man auch lassen. Ja, wir fliegen ja gerade ziemlich viel, deswegen, ich habe auch direkt wieder, also ich bin zu Hause 2 Tage, dann habe ich direkt wieder Boston. Deswegen, ich mache leider, oder was heißt leider, ich wollte ein bisschen relaxed machen. Wir gehen auch schon in nicht mal, wir haben jetzt hier 20 Stunden Aufenthalt, gehen dann auch schon wieder zurück. Deswegen, ich gehe morgen nur früh raus, das ist mein Plan, zur Brooklyn Bridge und dann mal schauen, was sich noch so ergibt. Zum Sport wollte ich nämlich auch noch. Ja, und genieße es einfach hier. Es ist schon schön. Ich liebe es einfach immer, ja, unterwegs zu sein und zu fliegen. Ja, wir hatten heute eigentlich einen schönen Flug, einen angenehmen Flug. Ja, es macht einfach Spaß. Ich liebe es. Und guten Morgen, es geht in Sport. Yeah. Yay, ich bin ready jetzt für den Tag für die Brooklyn Bridge. Also ich gehe jetzt gleich los. Ja, Sport war ein bisschen anstrengend, aber sonst war es gut. Genau, und freue mich jetzt rauszugehen. Es ist anscheinend voll warm, nur hier im Zimmer kann man das immer irgendwie schlecht einschätzen. In Deutschland ist es ja auch gerade recht warm. Ich hoffe, dass es morgen, wenn ich heimkomme, auch noch so schön ist. Und genau, hier hat es jetzt, glaube ich, auch 20 Grad. Und die Sonne scheint, habe ich schon gesehen. Deswegen geht es jetzt raus. Ich freue mich. New York, New York. Wow, war ich schon lange nicht mehr hier in New York, in Brooklyn. Und, oh mein Gott, da ist sie schon. Die Brooklyn Bridge. Seht ihr sie da hinten? Brooklyn Bridge Stairs. Und wir sind da. Wow. So schön. Ich muss ehrlich sagen, ich war hier noch nie oben. Und da drüben ist die Manhattan Bridge. Das sieht so krass aus. Einfach wie im Film. Also die Skyline, die Bridge. Also wow. Und so schön, da hinten ist Empire State Building, Manhattan Bridge und hier sehe ich sogar die Freiheitsstatue. E
Ich bin wieder zurück. Es ist so krass gewesen. Es waren so viele Deutsche unterwegs. Ihr könnt es euch nicht vorstellen. Also eigentlich, alle, die sprechen gehört haben, haben entweder Englisch gesprochen oder Deutsch. Richtig krass. Also ich habe wirklich richtig viele deutsche Gruppen auch gesehen. Also bestimmt, also es ist Wahnsinn. Also ich würde sagen, ich habe bestimmt 25 Leute gesehen, die Deutsch geredet haben. Richtig, richtig, richtig krass. Auch jetzt den ganzen Weg zurück vor der U-Bahn-Station, weil ich musste durch so eine U-Bahn-Station durch. Da waren Deutsche auf der kompletten Brooklyn Bridge. Also das war richtig krass jetzt. Also richtig, richtig, richtig krass. Ja, war super schön. Also ich musste unbedingt irgendwann mal nochmal hin. Ja. War richtig, richtig, richtig schön. Auch Niklas, der war da ja schon. Der hat auch mir, ich habe ihm ein Bild geschickt, der hat so geschrieben, oh, du hast es so gut. Er will auch da wieder hin. Deswegen irgendwann werden wir da nochmal zusammen hingehen. Ja, also wirklich richtig schön. Auch schön, dass der Boden ist so mit Holz gemacht. Und die Brücke, also ist wirklich Wahnsinn. Also die sieht sehr, sehr schön aus. Genau, jetzt bin ich wieder zurück. Wir haben auch gar nicht mehr so lange. Ich glaube noch 5 Stunden, ne, bis wir wieder gehen müssen. Deswegen, ich lege mich da nur noch kurz hin heute. Aber ich muss mich da einfach hinlegen, weil wir fliegen die komplette Nacht durch. Und es ist sonst immer so, oder es ist sonst schwierig, mit dem Auto nach Hause zu fahren. Ja, genau. Aber jetzt, ich genieße mal noch ein bisschen hier das Leben auf dem Hotelzimmer und ja. Und tada, tatsächlich ist es wieder soweit. Ja, ich habe jetzt wie immer noch geschlafen vor dem Rückflug. Es hat echt auch noch geklappt. Habe auch gerade noch mit Niklas telefoniert. In Deutschland ist nämlich erst 8:30. Aber es hat bei mir tatsächlich geklappt zu schlafen. Fasziniert mich immer wieder. Ich bin jetzt gespannt auf den Flug. Es war super schön jetzt hier. Also ich habe mich jetzt tatsächlich hier ganz schön erholt. Ich wollte eigentlich, hier gab es heute Morgen im Gym, habe ich noch gesehen. Hier gibt es eigentlich einen Whirlpool und noch eine so Schwimmbahn. Eigentlich wollte ich da noch hingehen, aber habe ich nicht mehr geschafft. Mache ich beim nächsten Mal. Ja, aber genau, war jetzt ganz schön hier. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, würde ich mich selber einen Daumen nach oben freuen. Dann ist jetzt meine dritte Langstrecke diesen Monat schon vorbei. Jetzt kommen noch 2. Ja, es sind echt abnormal viele Langstrecken diesen Monat. Ja, ich fliege jetzt als nächstes noch nach Boston und danach fliege ich nach Bangkok mit meiner Schwester, mit der Sarah. Ja, ihr wusstet es noch gar nicht, aber meine Schwester kommt mit. Die fliegt mit nach Bangkok und ja, das wird mega krass. Das wird übel krass. Das wird, also darauf freue ich mich schon die ganze Zeit. Das wird, ja, hoffentlich der geilste Flug oder der geilste Umlauf meines Lebens. Genau. Ja, also ich würde mich sehr freuen, wenn euch dieses Video gefallen hat. Ihr mir einen Daumen nach oben da lasst und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Tschüssi!